Bisher bei Quantum Break. Wir fahren eine harte Linie. Alle möglichen Bedrohungen für unseren Plan müssen ausgelöscht werden. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein, aber Sie kommen mit uns. Wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Schaff sie auf das Boot, ich lenk sie ab! Na los, schnell, Beeilung! Sie war die Einzige, die mir die Medikamente verabreichen konnte, die meine Krankheit kontrollierten. Korrekt. Wir müssen den alten Plan einhalten. Das kommt direkt von den Sicherheitsaufnahmen. Gott, sie ist es. Beth Wilder. Okay. Wenn du dir sicher bist, zu wissen, wie das alles funktioniert, dann können wir es auf deine Art versuchen. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Quantum Break-Freunde. Ich vermisse schon wieder. Was vermisse ich denn schon wieder? Eine Chronoquelle. Wo könnte die denn sein? Hier natürlich nicht. Wo könnte diese Chronoquelle sein? Die könnte da in dieser Richtung sein. Und hier in dieser Richtung. Aber wo? Ja, willkommen, meine lieben Quantum Break-Freunde. Lass uns mal hier gucken. Auf Toilette. Lass uns mal auf Toilette gucken. Aber da ist sie nicht. Sie ist nicht auf Toilette. Wir sollen eigentlich, ursprünglich sollten wir ja ein Relais für die Zeitmaschine wieder in Ordnung bringen, damit die Zeitmaschine funktioniert. Ja, ich komme ja schon. Lass uns mal eben. Kann man wohl hochklettern? Ja. Ist hier? Ah, hier. Hier, wo es hell ist. Chronoquellen. Eins von drei gefunden. Boah, wie viele Chronoquellen wir nicht finden, meine Freunde. Das ist ja unglaublich. Ich habe schon letzte oder vorletzte Folge gesagt, wir müssen mehr Chronoquellen finden. Aber das ist gar nicht so einfach. Wo soll ich hochklettern? Ich guck, jetzt haben wir schon wieder eine Chronoquelle hier in der Ecke. Seht ihr das? Ja, unglaublich. Also ich soll für die Zeitmaschine da irgendwie ein Relais oder so einen Netzschalter zurücksetzen oder ich habe keine Ahnung. Ach, hier, da. Hier. Ja, ja. Ja, natürlich kann man hier hochklettern, habe ich genau gesehen. Und dann geht's da durch. Hier durch die Wand. So. Wo gibt es hier? Da hinten. Seht ihr das? Da hinten ist. Wo bin ich denn hier? Hallo? Sag bloß, du gehst jetzt hier die Treppe rauf. Nee, ne? Nee, das geht ja nicht. Gut, ich dachte schon. Ich hampel hier rum und du gehst einfach die Treppe hoch. Warum musste dein Bruder Wartungsbedienelemente da oben anbringen? Das ist genau die Art von Frage, die sich Will beim Bau dieses Dings niemals gestellt hätte. Hey, ich glaube, ich kann sie von hier zurücksetzen. Ist das so? Ja. Oh, natürlich. Ups. Verdammt. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ja, dann gewöhn dich schnell dran. Das wird nicht passieren. Gewöhn dich schnell dran. So, wo muss ich hin? Da oben hin. Aber. Hast du Probleme, zum roten Licht da oben zu kommen? Ist nicht so leicht, wie es aussieht. Kein Stress. Nö. Es geht ja nur um das Schicksal der Welt. Ja, ja. Das macht man hier nicht einen auf Drama Queen, ja? Alles klar, alle Lämpchen sind grün. Ja, tja, klar, bin ich hier drauf. Was soll ich denn sonst sein?
So, nun hier runter. Und ich habe wieder sämtliche Chronoquellen übersehen. Ja, wo sind die denn immer alle? Mist. Mist, Mist, Mist. So wird das nichts mit den Chronoquellen. Habe ich schon gesagt. Dass ich echt, ich gebe mir echt Mühe mit dem Suchen, ehrlich. So. Jetzt nochmal hier. Aha. Chrononniveau ist stabil. Die Diagnose gibt keine Fehler aus. Das könnte wirklich klappen. Joho. Es ist soweit. Sie ist tatsächlich einsatzbereit. Okay. Okay, los geht's. Ich gebe das Datum in die Konsole ein. Ja, machen wir. 4. Juli 2010. Bereit? Nein. Du? Ja. Nein. Ja, doch. Okay. Was ist das? Es gibt kein Zurück. Hey, warte, warte! Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Fuck! Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Ja, das mache ich. Keine Sorge. So, und nun sind wir in der Zeitmaschine. Ups. Kann ich das mir angucken? Ich kann mir das nicht angucken. Okay. Seht ihr? Angucken kann ich mir nicht. Sehr cool, oder? So. Ihre erste Reise in die Vergangenheit. 2010. Ab hier sind unsere Aufzeichnungen vage. Sie wissen, wie es ausgeht. Ihr Ziel war es, bei Ankunft die Gegenmaßnahme zu holen. Ja. Aber mein Ziel musste warten. Denn ich war nicht allein. Nee. Guck mal, hier ist noch alles schön in Ordnung. Hier ist noch alles schön in Ordnung. Sehr cool. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Erkunde das Schwimmbad. Ja, lass mich doch mal sehen, was das hier ist. Was ist hier los? Seit wann hat Will ein Graffiti-Workshop? Im Jahr 2016 war nichts von dem hier. Ja, das stimmt.
Was haben wir hier? Die Gegenmaßnahme. Okay, ich verlasse jetzt Las Labrador. Die Gegenmaßnahme ist sicher in meinem Safe verwahrt. Ich weiß, dass ich nicht nach dem Grund dafür zu fragen habe. In 11 Jahren hast du über der falschen Gelegenheit. Ich will wissen, ihr lest das auch in Ruhe durch, ne? Das macht die Sache jedoch auch nicht einfacher für mich. Können wir uns morgen treffen? Wer gegen wen? Ray gegen Beth. Okay. William schreibt an Beth. Okay. Sei bitte vorsichtig mit der Gegenmaßnahme. Es ist ungeheuer mächtig. Chronopartikel, bla bla bla. Okay. Aha. Sie ist fertig? Ja, ja, ja. Okay. Gut. Hey, Bobby Redford hier am 4. Juli. Und was für ein toller 4. Juli das ist. Es geht langsam aufwärts in Riverport. Ha, Sie glauben mir nicht? Dann blicken Sie auf das funkelnde Monarch-Gebäude. Das wird eine große Sache für diese Stadt. Klar, ich weiß, es gibt Beschwerden. Es wird darüber geredet, wie Monarch dieses oder jenes abreißt und alteingesessene Geschäfte übernimmt und Riverport immer mehr in die Hand von Monarch gerät. Einiges von dem ist natürlich nicht so toll. Bei einem so großen Unternehmen geht es meistens nur um Macht und Gewinn. Aber ich sage, wir sollten kurz einen Moment innehalten und versuchen, die Sache neutral zu bewerten. Der Stadt geht es schon lange dreckig, sehr lange. Nachdem unsere Schiffbauindustrie zum Erliegen kam, ging es steil bergab mit uns. Viele Leute, die ich kenne, sind schon lange ohne Arbeit und das ist nicht einfach für sie. Aber jetzt ist Monarch hier. Und sie fangen an, das Steuer herumzureißen. Ja, bla, bla. Sie sind nicht perfekt. Na und? Besser als die Alternative. Ich möchte hier wirklich optimistisch sein. Bla, 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 bla. So, was haben wir denn hier noch? Nicht viel, ne? Was zum... Hier ist jemand. Ja. Sollen wir mal eben kurz, meine Freunde, vorher mal ganz kurz die Tagebücher mal eben abklopfen? Guck mal hier. Hier ist noch eins gesperrt. Aber Paul Serene Tagebuch, das ist offen. Warum ist denn das dazwischen noch gesperrt? Aha, weil ich da wahrscheinlich irgendwelche Informationen nicht gesammelt habe. Okay. Sophia. Sie hat mich geerdet. Mich erinnert, warum ich das Rettungsboot baute. Warum ein Teil der Menschheit beschützt werden muss. Ich traute ihr. Mehr als jedem anderen. Jedes Mal, wenn ich behandelt wurde, legte ich mein Leben in ihre Hand. Und jedes Mal hat sie mir es langsam etwas mehr weggenommen. Sie gab immer vor, nach einer dauerhaften Lösung zu suchen. In Wirklichkeit suchte sie eine Möglichkeit, nicht nur mich zu zerstören, sondern alles, was ich geschaffen habe. Und sie hat sie gefunden. Martins Beweise haben das völlig klar gemacht. Sie tat es nicht alleine. Es gibt noch andere. Ich werde sie finden. Und wenn ich jeden verdammten Wissenschaftler in dieser Scheißfirma foltern muss, ich werde sie finden! Sie wird sich für ihre Taten verantworten. So, was haben wir hier? Während der Entführung von Dr. Emerald hat sich ihr Verhalten geändert. Sie waren nicht mehr so hitzköpfig, sondern berechnender. Warum? Es gab Hoffnung. Die zweite Zeitmaschine? Sie dachten wirklich, sie könnten zurückgehen und den Riss von vornherein verhindern? Alles aufhalten? Es gab eine Chance, das war genug. Und doch hat alles auf etwas anderes hingewiesen. Ihr eigener Bruder hat gesagt, die Zeit ist wie ein unveränderlicher, geschlossener Kreis. Keine Änderung in der Vergangenheit kann ändern, was bereits geschehen ist. Und jeder Versuch, ein Ereignis zu ändern, würde nur dazu führen, dass dieses Ereignis dennoch genauso stattfindet. Vielleicht mussten Sie das erst noch lernen. Mein Bruder starb bei dem Versuch, die Welt zu retten. Wissen Sie, was er zuletzt gesagt hat? Ich werde niemals aufgeben. Lektion gelernt. Sprechen wir über Serenes Krankheit. Wissen Sie, wie es angefangen hat? Aha, Ground Zero. Monarch hat eine Methode zur Behandlung seiner Symptome entwickelt. Aus unseren Berichten geht hervor, dass sie diese Medikamente zerstört und ihm so keine Chance auf Heilung gelassen haben.
Das steht in den Berichten, ja. Aber ich habe das Labor nie betreten. Das können Sie aber nicht beweisen. Ist schon interessant. Dr. Emeril arbeitete an einer dauerhaften Heilung für Pauls Krankheit. Aber sie musste aufhören, bevor sie damit fertig war. Scheint fast so, als ob jemand nicht wollte, dass er gesund wird. Sie interessieren sich also für dieses Heilmittel. Ich frage mich, ob Sie vielleicht noch jemanden mit ähnlichen Symptomen kennen. Ich frage mich sogar, ob das der wahre Grund ist, warum Sie hier sind. Vielleicht schmeckt mir auch einfach der Kaffee so gut. Wir haben Dr. Emeril. Wenn Sie die Maschine reparieren können, dann ist es soweit. Ich habe gemischte Gefühle. Das Notizbuch gab mir ein Gefühl der Unverwundbarkeit. Ich wusste immer, was kommen würde. Wenn ich jetzt die Maschine betrete, gebe ich jede Gewissheit meines weiteren Lebens auf. Ich habe es Jack nicht gesagt, aber ich habe Sachen in diesem Schwimmbad gefunden. Verstreute Papiere und allerlei Notizen mit meiner Handschrift. Mein Weg wird von diesem Punkt an, und so viel ist sicher, nicht leichter werden. Aber solange wir Erfolg haben, ist es das wert. Es darf nicht umsonst gewesen sein. Wir werden Erfolg haben. Wir müssen einfach. Das ist unser Schicksal. So, bei Will haben wir nichts. Gut, so jetzt haben wir alle, ne? So, verfügbare Punkte 7. So, was machen wir? Lass uns mal eben ein paar Upgrades gucken. Sollen wir das machen? Zeitblick wird erhöht. Die Reichweite Zeitblick wird erhöht. Kosten 7. Wow. Das kostet ganz schön. Zeitstopper, gesteigerte Größe, das ist auch toll. Ich glaube, das ist toller. Das kann ich noch nicht. So, was haben wir hier? Wuschen, maximaler Fokus. Das ist auch toll. Ah, pass auf, da machen wir erstmal das. Das. Ja. Okay, hab ich. Und dann machen wir das nächste Mal. Jetzt haben wir noch 3. Jetzt sparen wir noch ein bisschen und gehen beim Wuschen auf maximaler Fokus. Okay. So toll. Wieder hier, normal. Ich dachte, ich habe das auf leicht gestellt, aber steht immer noch auf normal. Gut. Weiter geht's. Wo muss ich hin? Wer ist das, verdammt? Auf wen oder was schießen Sie? Ja, gehen wir mal gucken. Gehen wir doch mal gucken. Da durch die Tür. Geh doch mal da durch. Ich bin's. Hey, 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 hey. Was ist denn passiert? Also dann. Jetzt gibt es kein Zurück. Jack? Dr. Emeril hat mich in die Zukunft geschickt. Ich musste monatelang kämpfen, um einen Weg zurückzufinden. Ich war nicht die Einzige.
bin ihm gefolgt. Er stellte Wills Maschine auf 1999. Den ersten möglichen Ausgangspunkt. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Alles okay. Hey, alles okay. Ah. Alles okay. Ich bin ein Freund. Wer sind Sie? Ich bin Beth Wilder. Es gibt da was, das Sie wissen müssen. Du bist der Grund für die Gegenmaßnahme. Und seitdem bist du hier. 11 Jahre lang. Warum? Warum kamst du nicht zurück? Machen wir uns bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Sie hatte sich verändert. Und in ihren Augen war eine gewisse Schwere. Sie verbarg etwas. Das tat sie schon immer. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Ich kann verdammt nochmal nicht mehr. Was, glauben Sie, hat Beth verändert? Sie hatte aufgegeben. Ihr lest euch das wieder in Ruhe durch, oder? Ich kann euch das ja eigentlich auch alles vorlesen. Aber das wird sonst hier zur Lesestunde ausarten. Guck mal, wie lang das ist. So. 3 von 6 Handlungsobjekten gefunden. Aber nichts, was mich jetzt hier irgendwie weiterbringt. Und ich brauche unbedingt noch eine Chronoquelle. Die soll hier hinten sein. Okay, gehen wir gucken. Hier? Hier soll noch eine Chronoquelle sein. Direkt vor mir. Hier? Ja, hier ist er. So. Jetzt gehen wir uns noch mal eben das hier, maximaler Fokus. Das kaufen wir uns noch, oder? Ja. Okay. Hammer. Alles ist gut. So. Ich komme. Aber erstmal muss ich hier nochmal drauf. 11 Jahre. Ja, 11 Jahre. Sie hat sie in die Zukunft geschickt. Und jetzt ist sie 11 Jahre hier. Ich werde die Türen sperren. Also, wo ist Will? Wo ist die Gegenmaßnahme? Die Gegenmaßnahme ist in Williams Labor. Da, wo er sie gebaut hat. Dann gehen wir dorthin. Ja, das war der Plan. Ich muss das nur öffnen. Meine Sachen sind oben. Wir müssen sie holen. Es gibt so viel, was du nicht weißt. Was du nie gesehen hast. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du jemals kommen würdest. Darf ich mal eben hier ein bisschen gucken?
Darf ich? Mach ich einfach. Aber hier gibt es einfach nichts zu holen für mich. Hier gibt es nichts zu holen. Und auch keine Kronequellen. Ist aber blöd. Ja, ich muss wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann. Ja. Ich hab dir mal gesagt, dass unser Schicksal bereits vorgegeben ist. Das glaube ich immer noch. Mehr als jemals zuvor. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Ja. Dass wir es zu Ende bringen. Zwei von drei. Gar nicht so schlecht, was im Moment so abgeht mit Chronoquellen. So, wo ist sie jetzt hin? Da oben. Keine da. Ja, warte, ich komm. Ich komm. Das muss man alles mal auf der Reihe kriegen, meine Freunde. Sie ist von Doktor... Benötigst du etwas Ausrüstung? Nimm dir, was du brauchst. Oh, danke. Der Rest fliegt in den Fluss. Zusammen mit all dem anderen Zeug, das ich mitgebracht habe. Ja. Das ist etwas übertrieben. Meine Zeit hier ist abgelaufen, Jack. Ich muss meine Anwesenheit auslöschen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ja. Was haben wir denn hier alles? Bereit, wenn du es bist, Jack. Ja, ja. Das ist in Ordnung. Ist das auch in Ordnung? Nee. Nee. Das ist in Ordnung. Sturmgewehr. Auch nicht schlecht. Aha. Was ist das? Das ist gut. Das behalten wir. So, was haben wir hier? Du bist Paul ins Jahr 1999 gefolgt. Warum ist er so weit zurückgereist? Um Monarch zu erschaffen. Um sich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Du hast ihn überwacht. Und er hat mich überwacht. Okay. Die Gegenmaßnahme ist in Wills Labor. Wir finden sie. Und was machen wir dann? Wir bringen sie hierher, setzen die Maschine ein, kehren in die Zukunft zurück. Und dann verwenden wir sie, um den Riss aufzuhalten. Das war immer der Plan. Als du in die Maschine gegangen bist, wollte ich dir nach, aber ich wusste nicht, wohin sie dich geschickt hatte, wie ich dich finde. Du hast es geschafft. Und nur das zählt. Du hast den Plan befolgt. Was auch immer passiert ist. Wir ändern es. Nein. Wir kriegen das hin. Nein. Wir können es du schaffen. Du verstehst es einfach nicht. Es ist nicht zu ändern. Egal, was wir tun, wir kommen immer wieder zum selben Ergebnis. Ich hab's versucht. Wieder und wieder. Ich kann mich nicht zurücklehnen und nichts tun. Du musst loslassen. Jack. Du musst loslassen. Ich hab's gesehen. Das Ende der Zeit. Dort hat sie mich hingeschickt. Ich war dort. Ich kämpfte diesen Kampf mein ganzes Leben lang und ich sah uns versagen. Ich sah, wohin das führt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen können. Sterben wir bei dem Versuch. Dramatisch, dramatisch. Ja. Wonach kämpfen die denn dann, wenn die Zukunft, die ja schon feststeht, nicht zu ändern ist? Hm.
gar nicht so einfach alles, oder? So gedanklich nachzuvollziehen. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder Ladebildschirm, meine Freunde. Ich würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge weiter, wie es geht. Ich kann nicht ahnen, welche Hölle Beth durchmachen musste. Was mit ihr geschah, als sie das Ende der Zeit sah, ob es sie veränderte, wie es Paul veränderte. 11 Jahre lang lebte sie wie ein Geist. Die Beth, die ich kannte, war fokussiert. Diese Beth. Sie hatte Zweifel. Alles okay? Ja. Aber die Gegenmaßnahmen. Das Einzige, was alles in Ordnung bringen konnte, war in Wills Labor. Da ist sie. ...2010 hat Monarch dieses Gebiet noch nicht gehört. Das passierte erst kurz danach, aufgrund dessen, was mit ihnen passiert ist. Aber wir wussten, dass William etwas Neues in seiner Werkstatt baute. Und wir wussten, dass es wichtig sein musste. Wir haben diesen Ort überwacht. Ja, Beth wusste, dass sie hier waren. Sie hat selbst etwas rumspioniert. Wir kamen über die Dächer, um nicht entdeckt zu werden. Ja, meine Freunde, aber wir kommen eher... Hier entlang. Ja. Wir kommen erst in der nächsten Folge über die Dächer. Bis hierhin erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch interessiert, wie es in der Zukunft weitergeht, dann müsst ihr... Hier entlang, Jack. Ja, dann müsst ihr die nächste Folge gucken. Bis dann, meine Freunde. Ciao, euer Zapp.